Ari sagt, guten Morgen heute am 23. September 2021 und es ist 7.30 Uhr und hier ist schon was los am Strand von Maspalomas. Wir wollen mal schauen, was es da geht. Aber zuerst mal die aktuelle Wetterlage. 23 Grad zeigt unser Thermometer hier an. Und so, das Rätsels Lösung. Die alten Holzpaletten hier, die Holzwege, die hier noch lagen. Hola, buona dia. Die sind entsorgt worden. Und ja, dass alles wieder schön sauber und schick ist. So sieht es hier aus. Es ist gerade eben das Licht hier ausgegangen. Und deswegen andere Verhältnisse wie eben. So, jetzt kommt diese Container aus Auto. Und so schaut es hier aus um 7.33 Uhr mittlerweile. Ja, nicht, dass ich nicht schlafen könnte, nein, aber ich habe heute viel vor und deswegen wollte ich doch so früh wie möglich dann hier an den Strand, wie ihr ja wisst, ein Tag ohne Strand ist ein schlechter Tag. Ja, und heute haben wir hier nicht nur ein Wolkenband, sondern mehr. Dann kommen wir gleich zum aktuellen Wetter. Höchstwerte wieder um die 30 Grad erwartet heute. Die Luftfeuchtigkeit ist jetzt knapp über 70%. Um 7.51 Uhr ist der offizielle Sonnenaufgang. Und um 20.51 Uhr geht die Sonne wieder unter. Das geht jetzt ratzfatz hinten am Ende des Tages. Ja, wir haben fast Niedrigwasser. Also es ist, glaube ich, immer noch ablaufend. So, und jetzt erstmal Richtung Sonnenaufgang. So, und wer ihn schon vermisst hat, unseren einfüßigen Vogel hier, er ist natürlich noch am Leben. Und da ist er und humpelt von dannen. Ich kenne ihn schon, ja, seit 2 Jahren sehe ich ihn hier. Mehr oder regelmäßig. Aber jetzt schaut euch mal das hier an. Ja, ist das nicht ein Gedicht? Was soll man dazu sagen oder was soll man da noch verändern? Farblich eigentlich gar nichts. Es ist die Natur, die das schafft und nicht der Mensch. Und ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen, denn ich muss noch ein paar Fotos machen. Ah, Moment. Ja, also schaut euch das an. Ja, man weiß gar nicht, ob man nach oben sehen soll oder hier nach unten.
So, ja, und mal einen Blick. Aber das ist im Moment noch nicht so interessant hier. Interessant ist, dass die Moskitos sogar bis hier kommen. Ja, also schöner kann ein Sonnenaufgang auch nicht sein. Jedenfalls kein direkter. Ja, alle herzlich willkommen, auch die Neuen hier auf dem Kanal. Und man merkt es ganz deutlich an den Kommentaren und natürlich auch am Namen. Wer neu ist, die wissen eigentlich manchmal auch gar nicht, worum es geht, kommen aus Zufall drauf und sehen dann das Video, wie Harry ins Wasser geht und fragen sich, was soll das denn? So, ja, fürs Teilen, fürs Abonnieren bedanke ich mich, fürs Beantworten der Kommentare und für die Kommentare natürlich an sich. Auch im Namen von der Conny bedanke ich mich. Freitag ist morgen, 16 Uhr bin ich am Leuchtturm, für den, der gerade hier ist und ein paar Fragen hat. Und dann gibt es auch die Bilder von Victor zu sehen. Da kann man die auch käuflich erwerben, wenn man möchte. Das ist ein Maler, der hier geboren wurde, hier lebt und jetzt ein bisschen gesundheitliche Probleme hat und deswegen nicht mehr arbeiten kann, aber ein sehr begnadeter Maler ist. Ja, und dann gibt es natürlich heute die Realität und heute Morgen gab es schon den kleinen Ausflug zum Hotel Maritim. Da ist ja das bayerische Fest. Ja, La Palma, da gibt es einige direkte Verbindungen auf die Insel durch Freunde und Bekannte. Das ist natürlich erschütternd, auch wenn man sieht, dass Menschen wirklich nur 5 Minuten Zeit hatten, ihr Haus auszuräumen. Die eine Frau auf dem LKW hat eine Matratze und ja, zwei Sofas oder ein Sofa, ein Stuhl. Und sitzt da verzweifelt auf dem LKW, der die drei Sachen wegbringt. Und deswegen sind Spendenaktionen angelaufen, die man ganz einfach nutzen kann. Da geht die Hilfe auch nicht an eine Organisation, sondern direkt nach La Palma. Also jetzt nicht über Umwegen, sondern ich werde das spätestens bei der Realität auch mit weiterleiten. Und da gibt es dann natürlich auch wieder mehr Nachrichten über La Palma. So, jetzt erstmal ein bisschen laufen. Von wegen laufen. Hier ist sie, hier kommt sie gerade. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man sie heute sieht, die Sonne aufgehen, denn wegen dem Wolkenband. Aber man soll den Morgen nicht vor dem Sonnenaufgang tadeln. Ja, ist das nicht ein Traum? Und jetzt bleibe ich auch mal stehen, obwohl mit der Kamera macht es ja nichts. Schaut euch das an, wie sie hier hervorkommt. Ja, und dazu braucht es keine Worte. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. So, mit ein bisschen Zeitverzögerung seid ihr mit dabei. Heute am 23. September
an einem schönen Herbsttag auf Gran Canaria. Ja, und das könnte jetzt das Motiv eines Malers sein, hier mit der Wolke vor der Sonne. Oh, ich glaube, das Video wird wieder lang heute. So, und sie wird noch vom Meer festgehalten, man sieht es noch, und gleich steigt sie auf. So, nun ist sie frei. Und versteckt sich auch gleich wieder. Ja, und das muss man sehen, genau durch so ein Wolkenloch scheint jetzt hier die Sonne durch ein Fenster zum Strand, auf den Strand von Maspalomas. So, das war doch der Augenblick wieder. Ja, und wie ihr seht, bin ich an der Punta hier angekommen. Mal der langsame Schwenk. Ja, man sieht hier noch nicht viel, es ist noch verhältnismäßig dunkel, es ist ja gerade eben mal Tag geworden. Ja, und stoppen natürlich hier bei unserem Hotel Rio Palace. Und auch diese Wolken färben sich langsam. So, unsere kleinen Strandläufer hier, die Vögel. Der hüpft sogar ins Wasser hier. Sonst eher wasserscheu. So, jawohl, zusammen. So, ich mache mich jetzt auch wieder auf den Rückweg. So, und wir sehen sie noch einmal aufgehen hier, die Sonne, bevor sie wieder hinter einem Wolkenband verschwindet.
Ja, man möchte gar nicht weg, aber es nützt alles nichts. In die Richtung geht's und verabschieden tue ich mich natürlich nachher nochmal mit dem Blick auf die Tschalka. So, jetzt ist es 8 Uhr und 35 Minuten, 23 Grad. Und ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Gerade ist die Sonne nochmal hinter dem zweiten Wolkenband vorgekommen. Also jetzt wieder Sonnenschein. Unsere Baustelle hier, die Ten Sweden, immer noch nichts. Salut! So, und hier unsere Reinigungs- oder Überwachungskommando von der Tschalka ist auch wieder dabei. Also mindestens jeden zweiten Tag sind die hier am Kontrollieren. So, es ist schon wieder etwas weniger Wasser, sieht man natürlich am fallenden Wasserstand. Zur Information, die Tschalka, die existiert schon ewig lange und war eigentlich das Auffangbecken hier von dem Wasser aus den Bergen. Wenn zu wenig Wasser ist, wird die Meerseite geöffnet und befüllt. Und wenn es richtig regnet, dann kommt das Wasser hier aus den Bergen. Das heißt, bei uns kann die Sonne scheinen, da oben regnet es, dann kommt Wasser, überflutet die Tschalka und das Wasser läuft dann ab ins Meer. Tschalka heißt übersetzt kleiner See, Tümpel oder Weihe. So, und ich mache... Oh, schön der Blick hier in die Berge mit den Wolken, also höchstwahrscheinlich nicht so erkennbar im Video. Ich sage jetzt bis später zur Realität oder zum morgendlichen Wettervideo. Hasta luego.